Real Fishing. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das viele von euch wahrscheinlich schon gar nicht mehr erwartet haben. Aber nach mehr als 2 Jahren habe ich mir gedacht, komm, lädst es trotzdem hoch, nämlich das Video zum Steinbeißerangeln vor Sommerroll. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Video hochlade. Ich wollte es als alleinstehendes Video aus Norwegen, fand ich es irgendwie nicht so geil, dass ich gesagt habe, das ist jetzt uploadwürdig. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt die Zeit, setze mich hin, erzähle euch ein bisschen was zu diesem ganzen Thema. Mache das Video so in ein bisschen anderem Stil, eben von zu Hause aus. Gebe euch da Tipps und Tricks mit auf den Weg und ja, mach so uploadfähig und bau hoffentlich den Hype auf, denn wenn alles gut läuft, wenn das große C uns dieses Jahr lässt, fahren wir wieder nach Norwegen. Das heißt, es wird dieses Jahr noch weitere Norwegen-Videos geben. Ich habe ultimativ Bock hochzufahren, ich hoffe, das klappt und ja, vielleicht, wenn ihr nach Norwegen fahrt dieses Jahr, baut dieses Video zumindest ein bisschen den Hype auf oder es ist vielleicht der ein oder andere Trick und Tipp für euch dabei. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt zu unserem letzten Trip nach Sommerroll, dann schaut es euch hier oben in der Infobox mal an. Ist, denke ich, sehr sehenswert und ja, reißt auch das Thema, das wir heute behandeln, so ein bisschen an. Ja, fangen wir ganz allgemein einfach mit dem Thema Steinbeißerangeln vor Sommerroll an. Wann macht man es? Wir haben es immer dann gemacht, wenn das Wetter schlecht war oder wenn das Wetter unsicher war. Ja, in Sommerroll ist es natürlich wie in jedem anderen Gebiet auch, dass man mal Tage hat, wo es mehr Wind gibt. Es ist allerdings ein Gebiet, wo auch mit mehr Wind das Angeln noch möglich ist und man keine Ausfalltage hat. Wie ihr ja schon gesehen habt, waren wir auch schon bei ungefähr 6 Meter pro Sekunde, also 4 Windstärken draußen. Das war durchaus sportlich, vor allem von den Wellen her. Heute hat es allerdings 8 Meter pro Sekunde, also geht schon fast auf Windstärke 5 zu. Wir werden aber trotzdem rausfahren, aber wir können natürlich nicht offshore fahren oder auf die freien Plätze, sondern wir müssen uns ein bisschen Landschutz suchen. Aktuell kommt der Wind relativ straight aus dem Norden. Es gibt hier eben diese Inselkette, die uns da ein bisschen Deckung gibt. Und der Wind soll später Richtung Osten drehen. Da werden wir dann noch besser geschützt. Wir fahren jetzt mal ein bisschen raus an Platz Nummer 16 auf der Kingfisher-Karte und werden es da auf Steinbeißer probieren. Das ist aber auf jeden Fall mal die Methode, die wir heute probieren, um eben auch einen potenziellen Ausfalltag doch noch nutzen zu können. Und dabei möchten wir euch jetzt mal mitnehmen. Jetzt fangen wir also direkt an, gehen wir direkt ins Eingemachte. Wo angeln wir denn in Norwegen? Also ich versuche es jetzt allgemein zu halten, aber im Speziellen in Sommerroll auf Steinbeißer. Grob gesagt, Steinbeißer lieben steinigen Boden, also harten Boden. Ihr seht es ja, der Steinbeißer ist sehr dunkel gefärbt, schwarz, grau so. Also es ist natürlich ein Fisch, der einfach über Steine perfekt getarnt ist und da leben sie auch. Sie fressen ja gerne Krustentiere, kleinere Fische, Muscheln und sowas und die finden sie natürlich an diesen Steinen und an diesem steinigen Boden und picken sie da eben weg. Und genau da wollt ihr sie natürlich auch gezielt beangeln. Jetzt ist es natürlich so, wie finde ich den steinigen Boden? Einerseits natürlich einfach durch vielleicht markante Stellen, wie zum Beispiel strömungsreiche Gebiete, wo es natürlich einfach nahe liegt, dass sich da der Sand nicht so stauen wird. Aber natürlich am Ende des Tages einfach durchs Ausprobieren. Denn ihr spürt es sehr, sehr gut, ob der Boden steinig ist oder weich, wenn ihr mit eurem Pilker den Boden abklopft. Dann merkt ihr ganz klar, ob der hart auf dem Boden aufschlägt oder eher weich absinkt. Wenn es weich ist, dann ist es eher sandig, da steht da zum Beispiel eher ein Schellfisch oder ein Halbutt. Und wenn es hart ist, dann sind die Chancen, dass da ein Steinbeißer steht, sehr gut. An sich mag der Steinbeißer auch, wenn so ein bisschen Struktur im Wasser ist, also wenn mal ein Berg kommt oder mal ein Stein da ist oder sowas, wo er sich so ein bisschen verstecken kann. Also so ein bisschen strukturreicher, harter Boden ist das, was ihr eigentlich suchen wollt. Für uns vor Sommerroll waren es alles so in Tiefen zwischen 20 und 60 Metern, aber eigentlich eher in 20 und 40 Metern Wassertiefe, wo sich das ganze Thema abgespielt hat und wo wir die Steinbeißer auch fangen konnten. Fangen wir jetzt mal mit konkreten Spots für das Thema Sommerroll an. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr jetzt natürlich ein bisschen weiter skippen. Der Spot, den wir euch am allermeisten empfehlen können, ist auf der Kingfisher-Karte die Nummer 15. Das ist ein super Spot, weil ihr hier auch angeln könnt, wenn noch starker Wind ist.
Und dadurch, dass ihr eben den Berg von Sommerreu im Norden habt und eine Insel im Nordosten, könnt ihr bei diversen Windrichtungen da geschützt angeln. Und es ist eigentlich eine riesen Idee, da rauszufahren, weil ihr fahrt 5 bis 10 Minuten, ihr verbraucht kaum Sprit. Also es lohnt sich. Und sei es nur, dass ihr eine halbe Stunde probiert und dann feststellt, dass der Wind zu stark ist. Und da haben wir unsere meisten Steinbeißer gefangen. Was macht den Spot jetzt aus? Naja, der Spot hat ein paar schöne Unterwasserstrukturen drinnen. Da kommen dann mal so Hügel hoch. Er hat sehr harten Boden, ja, deswegen stehen da die Steinbeißer, haben da richtig Bock und wie gesagt, ihr kommt da auch bei etwas schwierigen Bedingungen raus. Wassertiefe 20 bis 40 Meter ungefähr. Ein weiterer cooler Spot ist im Malangen auf der Seite von, das ist der Fjord, der durchläuft, auf der Seite von Sommerreu. Da ist so eine Insel und an dieser Insel kommt der Fjord hoch eben und da ist eine recht schöne Kante und auch da so im Bereich zwischen 30 und 50 Metern haben wir Steinbeißer gefangen, unter anderem auch den größten Steinbeißer, den Melvin fangen konnte. Einer unserer Steinbeißer auf einen Steinbeißerklopfer mit 2 Lungfetzen vorne dran. Hat jetzt nicht groß gekämpft, aber ist trotzdem ein schöner Fisch, hat Spaß gemacht. Ansonsten einen Spot, den wir nicht befischt haben, der aber auch sehr gut aussieht auf der Karte und eben auch vom Reiseanbieter empfohlen wird, ist die Nummer 17. Das ist so eine schöne Bucht in der Insel drinnen. Ich kann mir vorstellen, dass der Boden da sehr hart ist, also da würde ich es auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr auch mal ein bisschen weiter fahren wollt. Und ja, ich denke, mit diesen 3 Spots macht ihr nicht falsch. Für uns war der Steinbeißer halt immer eine Fischart, die wir halt beangelt haben, wenn wir zum Beispiel nicht offshore fahren konnten und uns deswegen nicht auf Heilbutt, auf Dorsch oder auf Seelachs probieren konnten. Das war so der Schlechtwetterfisch, aber natürlich auch eine coole Angelei. Kommen wir als nächstes zum Tackle, das ihr zum Steinbeißerfischen nutzen solltet. Wir haben hier also 200 Gramm Pilgruten gefischt mit einer 5000, 6000er Stationärrolle, 0,18er geflochtene drauf und ein etwas dickeres Vorfach, so 0,70, 0,80 mm. Fluro oder Hartmono, da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen dicker gehen, denn ich sage dazu später noch was, es ist ganz wichtig, dass ihr so einen Steinbeißer, wenn ihr nicht mitnehmen wollt, sondern releasen wollt, auch einfach mal am Vorfach hochheben könnt und da kann es gerne ein bisschen dicker sein, gerade auch, weil ihr natürlich beim Steinbeißerangeln sehr grundnah fischen werdet, auch dazu komme ich gleich noch und ja, da ist so ein bisschen mehr Abriebsfestigkeit überhaupt nicht verkehrt, gerade wenn da mal so ein paar Muscheln oder sowas am Boden liegen, genau, also dafür könnt ihr ein bisschen dicker gehen. Je nachdem, wie schwer die Köder sind, das hängt natürlich davon ab, wie schnell ihr driftet, müsst ihr natürlich dann im Zweifel auch mal ein bisschen schwere Pilker nehmen. Deswegen gegebenenfalls müsstet ihr dann auch auf eure 30 Pfund Bootsroute zurückgreifen, mit einer Multirolle drauf, ein bisschen dickerer geflochtenen Schnur, wenn halt die Ködergewichte einfach zu hoch werden. Das relativiert sich allerdings alles etwas, wenn man den Führungsstil, zu dem wir jetzt kommen, anschaut, wie ihr auf Steinbeißer angelt. Und zwar hat sich für mich bewahrheitet und bestätigt, dass die beste Art und Weise, den Pilker, das ist der Hauptköder, mit dem ihr auf Steinbeißer angeln werdet, zu führen ist, dass ihr ihn einfach hinterm Boot herschleift und dann alle Naslang, vielleicht alle 10 Sekunden, alle 8 Sekunden mal 2, 3 Pilkbewegungen macht, wo der Köder wieder auf den Boden aufschlägt. Weil, wie wir gleich noch lernen werden, der Steinbeißer steht total auf Action, Lärm, Vibrationen, alles Mögliche. Das heißt, wenn ihr da auf den Steinbeißer angelt, müsst ihr ja nicht wirklich aggressiv pilken und die Rute muss ja nicht irgendwelche harten Schläge abkönnen und wäre schlimm, wenn sie total überbleibt wäre. Also ihr könnt mal einen 250 Gramm Pilker ohne Probleme auch mit einer 200 Gramm Pilkrute fischen, weil ihr hebt den Pilker im Prinzip immer nur leicht an und lasst ihn fallen und schleift ihn sonst hinterher. Zum Köder kann man zuerst sagen, wie gesagt, Pilker, diese klassischen Steinbeißerklopfer sind natürlich die prädestinierten Köder dafür. Wie zeichnet sich ein Steinbeißerklopfer aus oder was sollte der Köder haben? Ich empfehle euch, dass ihr 2 Einzelhaken an eurem Pilker dran habt. Das könnt ihr auch bei einem ganz normalen Pilker einfach dran machen, indem ihr an die obere Öse und an die untere Öse einfach einen Einzelhaken dran macht. Wieso Einzelhaken und nicht Drilling? Steinbeißer haben natürlich dadurch, dass sie Muscheln und Krustentiere und sowas essen, ein extrem hartes Maul. Die Zähne sind natürlich groß, das ist das eine Thema, aber vor allem die Kieferplatten sind sehr, sehr hart. Und da kommt ihr mit einem spitzen Einzelhaken besser rein und ihr habt eine höhere Hakquote als mit einem Drilling, wo jetzt dann 3 Spitzen rein müssen oder 2. Auf jeden Fall habt ihr dann diese beiden Einzelhaken an euren Pilkern dran oder an euren Steinbeißerklopfern. Die Einzelhaken können gerne garniert werden mit noch so kleinen Fake-Oktopussen. Auf die Einzelhaken selber drauf kommen dann Fischfetzen und der Standard-Steinbeißerklopfer hat dann im Normalfall auch noch Rasseln drin. Also ihr merkt, Steinbeißer stehen voll auf Action und Lärm und alles drum und dran. Und genau deswegen
ist die Idee mit diesem Steinbeißerklopfen. Ihr schleift den Köder hinterher, klopft ein, zwei, drei Mal. Das ist praktisch wie wenn ihr jetzt die Essensglocke läuten würdet. Der Steinbeißer im Umkreis merkt, da ist irgendwas, schwimmt hin und sieht dann eure beiden Fischfetzen an den Einzelhaken. Und das ist dann eben diese Phase, wo ihr den Pilger hinterm Boot herschleift. Und in dieser Phase fressen die Steinbeißer meistens. Dann schlagt ihr wieder zwei, dreimal, wird wieder geläutet. Steinbeißer kommt an, denkt sich, oh geil, da schwimmt ein bisschen Fischfetzen und beißt. Und wenn ihr dann einen spitzen Einzelhaken habt, der darf übrigens ruhig solide sein, weil wie gesagt, doch sehr beißkräftige Fische, dann Anschlag setzen und den Fisch eben hochdrillen. Ja, das ist beim Steinbeißer gerade in den kleineren Größen kein Riesendrill, aber auf jeden Fall eine witzige Fischart zum Beangeln. Ja, wenn ihr übrigens jetzt denkt, oh Mist, ich baue noch ein paar Pilker oder ich baue noch an sich ein bisschen Equipment für Norwegen, möchte ich euch weiterhelfen, nämlich mit dem Code REELFISHING gibt es beim Angelparadies Straubing 10% auf eure Bestellung. Also, wenn ihr euch eindecken wollt, schaut mal bei den Jungs in der Videobeschreibung vorbei und Code REELFISHING 10%. Ja, zum Ködergewicht noch bei den Pilkern, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie stark euer Drift ist. Wenn eure Drift jetzt sehr hoch ist, weil zum Beispiel viel Wind ist, weil ihr euch schon überlegt, wo sollten wir vielleicht lieber reinfahren, müsst ihr vielleicht halt auf eher 250 Gramm gehen. Das war übrigens das Maximalgewicht, das wir benutzt haben bei unserem Trip. Aber im Normalfall sollten 125 Gramm bis 150 Gramm auch ausreichen, um an Boden zu kommen. Wie gesagt, wir fischen in Wassertiefen von 20 bis 40, vielleicht maximal mal 60 Metern. Als zweite Alternative könnt ihr den Steinbeißer natürlich auch mit einer Naturködermontage befischen. Einfach ein Blei unten dran und dann vielleicht ein, zwei Einzelhaken an dem Paternoster. Schaut, dass der erste Einzelhaken auf jeden Fall relativ grundnah läuft, also dass da kein großer Abstand ist. Das haben wir jetzt in unserem Trip nicht probiert, weil es einfach mit dem Steinbeißerklopfer so gut funktioniert hat, dass wir gesagt haben, warum sollten wir jetzt noch was anderes probieren. Aber ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Als Fischfetzen kann ich euch Seelachs sowieso empfehlen und Lump auch, weil er natürlich eine sehr harte Haut hat. Und gerade für Sommerreu werdet ihr viel bis sehr viel bis ultra viel Lump fangen. Also ja, da werdet ihr auf jeden Fall immer Köderfische oder Ködermaterial haben. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass ihr den Köder schleifen lassen sollt. Warum? Naja, weil der Steinbeißer sehr grundnah frisst. Das ist so sein Hauptjagdareal. Also da müsst ihr einfach Grundkontakt halten bei der Angelei. Und dann kann es natürlich passieren, dass das durchaus auch mal einen Hänger bringt. Wie könnt ihr die Hänger minimieren oder reduzieren? Zum einen eben dadurch, dass ihr Einzelhaken fischt, das ist nämlich ein weiterer Vorteil. So ein Drilling, der unten an dem Pilger dranhängt, der sucht natürlich nur nach irgendwas, wo er sich festsetzen kann. Ein Einzelhaken ist da schon ein bisschen eine andere Sache. Das zweite ist auch, gerade wenn ihr an vielen Tiefenveränderungen vorbeikommt, der das Auge aufs Echolot hat, sollte fürs Boot dienlich sein und halt ansagen, wenn es jetzt etwas flacher wird. Weil dann solltet ihr diese Schleifphasen auf jeden Fall reduzieren und halt den Köder deutlich aktiver und auch mal öfters hoch pilken, damit er eben so diesen Berg hoch hüpfen könnte und sich dadurch weniger festsetzen kann. Also da so ein bisschen Fingerspitzengefühl bewahren. Das ist dann die Abwägung zwischen, bin ich noch in der Strike Zone und kriege ich jetzt gleich einen Hänger. Es ist ähnlich wie das Thunderjiggen, wenn es kurz vor die Buhne geht. Auf dem Weg runter von dem Hügel oder von der Untiefe oder von was auch immer, von der Struktur sage ich einfach mal, ist es natürlich dann wichtig, trotzdem dann wieder den Grundkontakt zu halten und halt dann Schnur nachzugeben. Ja, abschließend noch ein Hinweis, wenn ihr den Steinbeißer nicht mitnehmen wollt, also ihn nicht gafft, sondern ihn einfach zurücksetzen möchtet, weil er vielleicht nicht zu groß ist oder so, dann empfehle ich euch, wie gesagt, ihn am Vorfach hochzunehmen und ihn dann wie eine Schlange, sage ich mal, hinterm Kopf zu packen und dann wirklich festzuhalten. Er wird sich dann um euren Arm drum winden und alles Mögliche probieren, um da loszukommen, aber haltet ihn fest, denn wenn euch ein Steinbeißer in den Fuß, gerne auch durch den Gummistiefel oder in die Hand beißt, dann endet euer Angeltrip höchstwahrscheinlich im Krankenhaus. Da müsst ihr echt aufpassen, weil dadurch, dass die eben Muscheln essen, haben die eine extreme Bisskraft und da ist so eine Handplatte auch gerne mal schnell angeknackst und das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Also hinterm Kopf packen, mit einer Zange die Haken lösen, das geht bei Einzelhaken ja sehr gut. Die hängen auch meistens nicht so fest bei einem Steinbeißer, weil er so ein hartes Maul hat, also auch da im Drill immer Druck drauf halten. Zange raus. Und den Steinbeißer wieder rein. Wenn ihr dann noch meint, irgendwie ein YouTube-Video drehen zu müssen, müsst ihr ihn halt noch irgendwie die Kamera halten. Aber vielleicht lasst ihr das auch einfach, je nachdem, wie ihr halt drauf seid. Wenn ihr den Steinbeißer mitnehmen wollt, ist natürlich das Gaffen am Ende des Tages für euch wahrscheinlich der sicherste Weg, um ihn reinzuholen. Geht aber natürlich auch einfach am Vorfach hochziehen. Ich würde jetzt keinen Kiemengriff oder sowas probieren. Und ja, dann mit einem Totschläger im Prinzip ein, zwei Mal auf den Kopf draufhauen, dass der wirklich auch ausgenockt ist. Und dann eben, ihr kennt es ja, weitgerecht töten. Aber da wirklich schauen, dass man möglichst wenig dumme Sachen mit so einem Steinbeißer macht, weil das könntet ihr schnell bereuen. Ja, so viel also in diesem kurzen Format zum Thema Steinbeißerangeln vor Sommerreu. Es ist wie gesagt eine Fischart, die ihr sehr cool beangeln könnt, wenn es nicht möglich ist, Offshore zu fahren oder wenn es sehr windig ist oder wenn ihr einfach mal
kurz rausfahren wollt, wie gesagt, die meisten Spots sind vielleicht 10, 15 Minuten entfernt. Da ist es kein großer Aufwand, es ist nicht viel Sprit, den man verbraucht. Da kann man einfach mal rausfahren, dann schön entspannt entlang driften lassen, ein bisschen über den Boden klopfen, ein bisschen Lärm machen. Wie gesagt, ihr könnt da nicht zu viel locken. Und ja, wenn ihr dann noch frische Köder dran habt, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren vor Sommerroy für euch. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es für euch läuft. Wir hoffen natürlich, dass wir allesamt, die nach Norwegen fahren wollen, dieses Jahr hochkommen. Wenn ihr Hype seid, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Abonniert uns dann für die Videos, die aus Norwegen kommen werden. Aktiviert die Glocke, um sie nicht zu verpassen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch ein paar Tipps habt zum Steinbeißangeln, wenn ihr vielleicht was anders machen würdet. Oder wenn ihr natürlich noch Fragen habt, weil dann versuche ich die in den Kommentaren auch zu beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus! Mhm.